Ariel Sages war einer der ersten auf dem Münchner Odeonsplatz. Er ist Jude, deutscher und israelischer Staatsbürger. Seine Familie lebt in Israel. Ich bin hier, um Solidarität für den Staat Israel zu zeigen, das Recht der Selbstverteidigung von Israel zu unterstützen. Und es ist jetzt Zeit nach diesem Massaker, dass Hamas für immer verschwindet. Rund um die Feldherrnhalle haben die Demonstranten Vermisstenanzeigen der Opfer angebracht. Ich bin vielleicht nicht mit der Politik einverstanden, aber ja, also die Leute können nichts dafür und die verteidigen sich. 650 Menschen sind heute zur Kundgebung gekommen. Nicht genug, findet der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spänle. Kurz vor der Landtagswahl standen hier gegen rechts außen, ich war dabei, 35.000 Münchnerinnen und Münchner. Es sind viele heute da. Wo sind die anderen? Wacht auf! Außerdem fordert Spänle, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder in Sicherheit leben können, ohne Angst vor antisemitischen Anfeindungen.